Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind immer noch auf dem Boot unterwegs. Da wartet ein kleiner Krautzwerg auf uns, obwohl der von hier ganz schön riesig... Ah nein, das ist ein Berserker, ich wollte schon sagen, er sieht ganz schön groß aus. So, Wind ist immer noch nicht so perfekt. Wir müssen jetzt mal schauen, hier vorne kommt überall Festland. Wir müssen ein kleines Stückchen weiter links, sonst krachen wir wieder irgendwo rein. Das ganze Stück haben wir schon erkundet. Wir sollen was futtern. Auch wenn wir es vielleicht auf dem Boot nicht unbedingt brauchen. Aber ich habe halt... Ah, nein. Wollte hier nicht Titanic spielen. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass hier doch mal irgend so ein Flussmonster kommt. Oder reicht ja schon, dass hier vielleicht irgendwo Sumpf kommt und so ein Skelett oder Trogger uns einen Pfeil in den Kopf schießt. Könnte natürlich auch passieren. Muss ja alles nicht sein. So, wir machen uns weiter hier oben lang und umrunden einmal die ganze Insel. Ich denke mal, das müssten wir auch schaffen. Jetzt in der Folge. Mal schauen, sind wir schneller mit Wind? Wind geht ein bisschen nach links, aber könnte uns ja trotzdem... Oh, sieht eigentlich ganz gut aus. So, ich scroll mal wieder ein bisschen raus. Dann sieht man mehr. Beziehungsweise halt auch nicht, weil es dunkel ist. Aber macht sich zum Navigieren immer ein bisschen schöner. Ja, also im Dunkeln ist das irgendwie alles nicht so geil, weil man halt echt spät erst sieht, ob irgendwo was kommt. Ich glaube, vor uns kommt was. Haben wir nämlich schon wieder einen Stein. Weiß nicht, ob der hoch genug gewesen wäre, aber ich möchte... War das ein Stein? Ja, war einer. Ich möchte es nicht riskieren. Oh, hier waren wir halt überall schon. Ich glaube, hier sind wir damals mal gestorben. Ich glaube, hier sind wir gestorben. Wo ich ertrunken bin. Irgendwo hier oder hier war das. Wir decken jetzt halt nicht mehr ganz so viel Karte gerade auf, weil wir hier schon lang gelaufen sind. Aber ich möchte jetzt auch nicht noch weiter hier rüber. Vielleicht ist er ja doch irgendwo hier. Obwohl, dann hätten wir ihn schon gesehen, wenn wir hier lang gelaufen wären. Beziehungsweise nicht gesehen, es hätte... Das Spiel hätte es uns markiert, so. Naja. Wir machen das schon. Nein! Oh Gott. Geil. Wieder geiles Wetter hier. Dann bräuchte ich ein kleines Bett auf dem Boot. Und sich schnell schlafen legen kann und am nächsten Tag bei besserem Wetter... Ach du Scheiße. Man da einfach am nächsten Tag weiter segeln kann. Oh oh. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie zu hohe Wellen geben kann und wir hier komplett sterben. So, hier vorne. Hier waren wir noch nicht. Das Festland geht noch ein bisschen weit, obwohl das ist nur so eine kleine Insel. Jetzt haben wir wieder komplett Gegenwind. Das ist ja sehr, sehr nett. Hierdurch möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier außenrum machen. Ja, mal schauen. Ja, zumindest wissen wir schon mal, wie groß unsere Insel ist. Hier wird es auch nirgendwo mehr groß weitergehen. Ja, das sehen wir ja überall schon so ein bisschen Anfang vom Festland. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch Gebirge dann wahrscheinlich und ein bisschen Dunkelwald. Und hier, oh, hier gibt es ja richtig viel Stein. Das muss ich mir markieren. Das nennen wir diesmal Steinparadies. Gleich neben dem Zinnparadies. Schön. Na, kann ich noch schreiben. Ich würde gerne wieder auf die Karte gucken. Leuchtet da so. Was ist das? Moment. Was ist das? Ich muss da hin. Aber mein Boot bleibt halt nicht stehen. Ich hab Angst. Nein, ich will da hin. Aber bleib stehen, Boot. Hab ich das? Kann ich hier nicht zurück? Stopp. Ich will da hin. Bleib stehen. Ist das der Händler? Ich glaube nicht. Aber unser Boot bleibt halt nicht hier. Scheiße. Nee, wir müssen zurück. Komm schon. Zurückrudern. Ich dachte, es bleibt stehen, sobald wir aufstehen. Ich hab halt einfach Schiss, dass das jetzt weg... Obwohl, jetzt steht's. Na komm, das schaffen wir. Attacke. Was ist das? Nein. Jetzt ist es weg. Ja, gute Frage. Habe ich noch nie gesehen. Wie hieß der Typ nochmal, der hier über die Welt aufpasst? Odin, ne? Ich glaube Odin. War das Odin? Die Sache ist, was hat er für eine Funktion gehabt? Hätte ich ihn mit einem Pfeil abschießen? Obwohl, nee, wenn das Odin ist, dann kann ich ihn nicht mit einem Pfeil abschießen. Ja, ich habe eigentlich hier gerade gar keinen Bock auf euch.
So, wir haben doch Feuersteinpfeile. Die müssen noch mal ein bisschen was bewirken hier. Ich will jetzt nicht unbedingt vergiftet werden, auch wenn es jetzt nicht die krasseste Vergiftung sein wird, aber... Ja, ist ja gut. Komm, bam. Heil nicht deine Kumpels. Nein, jetzt sind wir doch vergiftet. Brauchen wir ein bisschen mehr Ausdauer. Und nochmal. Ach, hier ist, glaube ich, irgendwo ein Spawner. Die Sache ist, wir müssen die Ausdauer nochmal komplett voll generieren. Ansonsten kommen wir nicht zum Boot. Jetzt sind wir auch noch nass. Super. Ja, gute Frage. Ich werde es mal googeln. Oder wenn ihr es wisst, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Weil ich weiß nicht, ob ich zu spät war oder ob der einfach generell verschwindet, sobald man in die Nähe kommt. Kein Plan. Achso, nochmal ein großes Sorry dafür, dass die gestrige und vorgestrige, sagt man das so, Folge eine Stunde beziehungsweise sogar anderthalb Stunden zu spät kam. Ich weiß einfach nicht, was mit dem YouTube-Upload zurzeit los ist. Normalerweise brauche ich für so eine Folge halbe Stunde, dreiviertel Stunde zum Upload, bis die ordentlich hochgeladen ist. Aktuell auch schon ein paar Folgen davor schon, aber da habe ich es einfach geschafft, die eher hochzuladen. Ja, aber so aktuell dauert es ungefähr 2,5 bis 3,5 Stunden pro Folge. Das nervt mich ganz schön an. An meinem Internet liegt es nicht. Ich mache zumindest immer mal Speedtests und da sieht es eigentlich ganz gut aus, was den Upload angeht. Ja, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie gerade bei YouTube ein bisschen problematisch aussieht oder was der Grund dafür ist. Auf jeden Fall ist das halt echt doof, weil dann muss ich so 15, 30, 16 Uhr die Folge hochladen, damit die 19 Uhr kommt. Und das schaffe ich halt nicht immer. Ich weiß auch nicht, heute wird wahrscheinlich auch wieder knapp. Wir haben es jetzt 17:30. Folge geht noch eine gute Viertelstunde oder eine knappe Viertelstunde. Ja, wird wahrscheinlich auch leider erst wieder gegen um 8 kommen. Tut mir leid, ich hoffe, dass das YouTube bald geregelt bekommt. Weil nervt halt ganz schön an. Vor allem halt auch den Rechner dann immer so lange laufen lassen zu müssen. So, wir machen uns weiter. Gute Frage, was das war. Wie gesagt, ich werde es mal googeln, ansonsten schreibt es mal in die Kommentare. Dass Odin war, ich weiß es nicht. Zumindest noch nie auch was drüber gelesen. Den Hugin vermisse ich mittlerweile ganz schön. Der hat sich echt lange nicht mehr blicken lassen. Würde mich tatsächlich freuen, wenn er mal wieder vorbeikommt. Wahrscheinlich, wenn wir Knochenwanz besiegt haben. Dann wird er wahrscheinlich entweder... Ich wollte gerade sagen, wird es jetzt schon wieder dunkel? Eigentlich müsste es doch jetzt Tag werden. Da hinten ist es nur so verdammt dunkel. Der Mond geht unter, also müsste die Sonne ja aufgehen. Stimmt, Mond da, Sonne hier. Macht Sinn. Hugin, bist du's? Nee, ja, der wird bestimmt, wenn wir Knochenwanz besiegen, wieder auftauchen. Entweder dort, wo wir ihn besiegt haben oder besiegt haben werden. Oder dann am Steinkreis. Wir kriegen ja wieder eine Fähigkeit und ich habe leider vergessen, was es war. Ich glaube, weniger Schaden. Ich hatte das schon mal gegoogelt. Ich glaube, weniger Schaden. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest. Ich weiß es nicht genau. Also der Händler war es auf jeden Fall nicht, sonst hätte es uns ja auf der Karte angezeigt. Und ich glaube auch nicht, dass der Händler verschwindet, wenn wir ihn finden. Das wäre ja richtig Weltklasse. Wir segeln weiter. Es geht doch irgendwie schon ganz schön langsam voran. Aber ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr so komplett Gegenwind. Könnte es mit dem Segel etwas schneller gehen. Gibt es denn eigentlich... Noch was Größeres? Nee, ne? Ist Kart unser Wagen gewesen? Hieß der schon immer Kart? Hieß der nicht Karren? Bin mir nicht sicher, aber woanders gab es den nicht, ne? Ah, man kann ja mit Q und E hier durchdrücken. Das sehe ich jetzt erst. Ist das neu? Kam das durch ein Update oder habe ich das einfach... Ach du Scheiße. Dadurch, dass ich den Bauhammer in die Hand genommen habe, sind wir gar nicht mehr am Steuer. Sag das doch. Ah, dafür sind wir jetzt richtig flink unterwegs. Dann geht es ein bisschen schneller. Freut mich sehr. Ja, was Größeres gibt es anscheinend noch nicht oder nicht. Eins von beiden. Vielleicht, wenn wir dann Silber gefunden haben im Gebirge. Vielleicht können wir dann Silbernägel herstellen. Oder irgendwie sowas. Edelstahlnägel. Und können vielleicht noch größere Boote bauen. Und es sieht schon wieder so geil aus. Das wird das Thumbnail für die Folge. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail. Mag diese ganze Lichtstimmung und Sonnenaufgang und Reflexion in dem Spiel.
Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir steuern hier komplett aufs Festland zu. Ja. Müssen hier rüber. Jetzt voll Rückenwind. Okay, also hier geht es auf jeden Fall anscheinend noch hoch. Gut, hier war auch noch. Mal schauen, wie weit sich das noch streckt. Das dauert doch länger als gedacht. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht mehr in der Folge wieder zurückzukommen. Auch wenn wir jetzt gerade Rückenwind haben, dauert halt einfach doch einen ganzen Moment. Da drüben kommt noch eine Insel. Dann wäre es vielleicht schlau, doch ein bisschen mittiger zu fahren, falls er da drüben sich versteckt. Und die Welt ist noch so riesig. Ich weiß gar nicht, wann wir das alles erkunden sollen. Wir werden das schon machen. Hoffentlich mit einem größeren Boot. Das etwas schneller fährt. Ich meine, wir sind schon flink unterwegs, aber wenn man überlegt, wenn wir irgendwann mal da oben ankommen wollen, dann haben wir erstmal nur 40 Folgen, komplett nur Fahrt. Wenn dann noch Gegenwind ist, können wir es komplett vergessen. Ich glaube, da vorne kommt auch Festland. Ich glaube, das gehört mit zur Insel anscheinend. Ja, nee, wir müssen nach links. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass er irgendwo da hinten ist und wir ihn deswegen jetzt nicht entdecken. Aber 2 Kilometer soll ja der Radius sein. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Nee, das wird nichts. Und jetzt kämpfen wir wieder schön mit Gegenwind rum. Manu. Aber wenn wir dann hier irgendwo wieder langkommen, müsste es windtechnisch passen. Ich hoffe mal, dass das sich nicht ganz so weit noch zieht. Was ist das dort? Das ist einfach nur ein Busch, oder? Irgendwie komisch aus. Was wartet denn dort? Ist das ein Gräuling? Ja. Da irgendwie so rot geradeaus. Na, auch ohne Ende Stein. Da gibt ja echt viele geile Orte. Ja, das ist nur ein Busch, alles klar. Naja. Nee, nein, 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 nein. Wieder links, wieder links, wieder links. Danke. Bin mal gespannt, wie weit sich das noch zieht. Das war ganz schön knapp. Wind ist halt echt so ziemlich gegen uns. Ich glaube, das bringt nicht viel, oder? Eine Geschwindigkeitsanzeige wäre ziemlich geil, aber ich würde sagen, wir sind langsamer, als wenn wir rudern. Da steht noch eine Hütte. Jetzt haben wir eigentlich nicht mehr so komplett Gegenwind. Sogar so halb mit uns. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Sehr schön. Werden wir uns natürlich auch alles früher oder später mal noch genauer anschauen hier. So eine Hütte habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also eine Steinhütte haben wir schon mal so Steingebäude haben wir schon mal gesehen. Aber so in der Art glaube ich noch nicht. Wir sind wieder flink unterwegs. Also es geht doch noch ein ganzes Stück nach oben hier. Ich hätte gar nicht gedacht, ich dachte wirklich, hier ist dann irgendwo Schluss. Aber ich glaube, hier war nur Gebirge, ne? Ja, deswegen sind wir nicht weitergekommen. Ich muss sagen, mittlerweile macht mir das Bootfahren echt Spaß. Zumindest, wenn der Wind passt. Wenn nicht, ist natürlich etwas mager. Aber gerade, wenn man auch einen Sinn hat, also wenn man auf der Suche nach etwas ist. Ich hoffe halt wirklich einfach die ganze Zeit nur, dass es irgendwann mal Bing macht und wir den Guten gefunden haben. Was ich ganz gut finde, ist, dass das Rudern keine Ausdauer verbraucht. Stellt euch das mal vor. Hätte man ja so machen können. Haben sie zum Glück nicht. Am besten noch, wenn du dann nichts mehr zu essen dabei hast. Voll weit von zu Hause entfernt. Und dann nur so ein Mini-Ausdauerbalken. Nur dreimal rudern kannst und dann ist erstmal wieder 20 Sekunden Pause. Das wäre natürlich mega geil. Nicht. Ich glaube, da vorne irgendwann geht es dann rum, oder? Kommen wir hier lang oder nicht? Ja, so langsam sieht es danach aus. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Stein hier. Diese großen Steine, ich hatte es schon mal erwähnt, sind echt die geilsten. Weil die hier sind zwar prinzipiell auch gut,
Aber da hast du halt immer Wasser. Die hast du ganz selten mal am Festland, zumindest bisher selten gefunden. Und da musst du aber auch immer schauen, wie du die abbaust, weil dann bist du irgendwann zu tief und hängst dann irgendwo dazwischen, kommst oben nicht mehr ran. Aber diese großen Steine hier, sowas. Oh Gott. Ich sollte nicht so viel quatschen. Ja, die sind halt echt am geilsten. Die lassen sich super schnell abbauen. Bringt eine Menge Stein bei raus. Man hat keine Probleme mit dem Abbauen. Ach, sieht das geil aus. Diese Lichtstimmung, da hinten die zwei Hirsche im Wald. Das Spiel hat irgendwie was sehr, sehr Besonderes. Wir haben noch ganze 4 Minuten für die Folge und wir sind noch nicht mal annähernd wieder hier. Habe ich mich doch etwas getäuscht? Naja. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind auf Weltentdeckung. Was es mit dem Ding auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Man da irgendwann mal drauf rumklettern kann. Da hinten? Ah, sag nicht, das geht jetzt hier noch weiter. Ich glaube, wir kommen hier immer noch nicht durch. Sieht mir hier nach einer ganzen Menge Festland aus. Oder ist da, obwohl da hinten ist so ein kleines Stückchen frei, vielleicht können wir irgendwo durchschwimmen. Was haben wir hier? Steinkreis? Auch witzig aus. Wir rudern mal hier lang. Wind ist, naja, geht so. Guck immer mal wieder auf die Karte, aber bisher hat es noch nirgendwo was angezeigt. Auf jeden Fall eine ganze Menge Stein. Ich glaube, wir kommen da durch. Oder da drüben auch. Links sieht es ein bisschen breiter aus. Hier ist noch eine kleine Hütte und zwei Hirsche. Wie sind die denn hierher gekommen? Ah, könnte vielleicht ein Bienenstock drin sein. Aber ich möchte jetzt nicht überall rausspringen, wo was sein könnte. Wir haben auch mittlerweile echt genug. Also, weiß gar nicht, wie viele wir da rumhängen haben. Aber wir können da so viel, wir haben so viel Honig. Wir haben fast eine ganze Kiste voll mit Honig. Müssen wir jetzt nicht unbedingt jedem Bienenstock oder jeder Bienenkönigin hinterherrennen. So, dann schlängeln wir uns mal hier durch. Und dann schauen wir mal, dann sind wir ungefähr hier. Von wo sind wir losgestartet heute? Hier irgendwo? Dann sollten wir es ja vielleicht in der nächsten Folge bis hier irgendwo schaffen. Und dann wieder zurück. Dann haben wir zumindest einmal die Insel von der Seite umkreist und dann machen wir das Ganze natürlich nochmal hier unten lang. Und wenn dieser 2 Kilometer Radius stimmt, dann wissen wir zumindest schon mal, dass es nicht auf der Hauptinsel und auch nicht auf den nebenanliegenden Inseln ist. Es wäre natürlich sehr, sehr traurig, weil ich habe keinen Bock, dass der extrem weit weg ist. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich werde mich so freuen, wenn wir den finden, ganz ehrlich. Schaut mal, wir sind mittlerweile bei Folge 112, glaube ich. Oder nee, 113? Ich glaube 113 ist das. Oh shit. Au. Ich glaube 113. Da wird es dann doch mal Zeit, den Händler zu finden. Ich hoffe halt, dass wir auch genügend Münzen haben. Das wäre halt echt geil. Wir haben natürlich viel Bernstein und alles so Zeug, was wir verkaufen können. Aber ich weiß halt absolut nicht, was das alles kostet bei dem. Ansonsten müssen wir halt noch auf Trolljagd gehen und ja, eventuell auch mal wieder Dungeons, Dunkler Wald. Da haben wir ja so viel Bernstein und so gefunden. Ich glaube in den Krypten auch, oder? In den Krypten? Ich glaube Bernstein und so war auch in den Krypten. Voll viele Hirsche. Bräuchten einen Autopiloten, dann können wir die alle abschießen. Obwohl, da müssen wir auch wieder runter. Im Boot. Also, hier scheint es zu enden. Obwohl, nee, hier vorne. Na, mal gucken. Wenn wir ein Stück weiter rechts, dass wir etwas näher am Festland dran sind. Nicht, dass der wirklich irgendwo hier ist und wir sind schön genau außen drum herum gefahren. Wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Oh, da vorne kommt auch wieder extrem viel Festland. Der Wind spielt nicht mit.
Mal schauen, wo wir dann rumkommen. Das scheint wahrscheinlich noch Gebirge zu sein. Ja, dann müssen wir leider an der Stelle schon wieder Schluss machen. Ging ganz schön schnell wieder rum, die Folge. Oh, wieder ein kleiner Hirsch. Aber naja, wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück vorangekommen. Bin mal gespannt, wo es uns dann lang führt. Denke mal, irgendwo da hinten werden wir bestimmt dann wieder durchkommen. Und ja, auf eine neue Folge in der Hoffnung, den Händler irgendwann zu finden. Dann erstmal danke fürs Zuschauen. Morgen, ich hoffe 19 Uhr, vielleicht wird es auch 20 Uhr. Mal schauen, geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.